I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a time. So, jetzt gibt es mal wieder ein paar Infos zum Stand der Dinge beim LKW. Ja, in den vorherigen Videos hat mich der Anlasser ja schon das ein oder andere Mal mächtig geärgert und ich wusste ja nie so ganz genau, woran liegt es, Anlasser selber oder ist die Batterie. Ja, nach vielem Hin und Her, Magnetschalter tauschen, Batterie probieren, ist es jetzt doch tatsächlich der Anlasser selber. Wir haben festgestellt, mit einem Bekannten zusammen, dass auf jeden Fall der Anker an irgendeiner Stelle eine Macke hat und irgendwo durchgeschmort sein muss. Und wenn so ein Elektromotor, ja, die Wicklung irgendwie kaputt ist und er ungünstig steht, dreht er ja auch nicht an. Sobald er einen kleinen Schubs bekommt und in eine Drehrichtung läuft, kann der das ohne Probleme, wie soll ich sagen, überdecken und überlagert das dann letzten Endes. Aber weil er dann ganz normal dreht. Aber er hat dann in dem Moment, wenn er ungünstig steht, nicht die Kraft, den Motor wirklich anzudrehen, damit er anspringt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich brauchte dann zusätzlich noch einen neuen Anlasser. Hat da mal schlappe 210 Euro gekostet. Aber das Ding ist jetzt drin. Die ganze Sache hat mich natürlich ganz schön Zeit gekostet, weil der Anlasser, ich zeige euch mal die Einbauposition, der Anlasser ist letzten Endes da ganz unten montiert. Da sieht man ihn jetzt. Und ich habe natürlich jetzt die ganze Zeit gewartet mit dem Einbau des Kühlers und der Maske, weil ich da sonst noch ziemlich beschissen drankomme. Man könnte es zwar auch irgendwie von unten machen, aber dann muss man irgendwie ja ohne Sicht fummeln da unten. Und es war natürlich jetzt deutlich angenehmer, das Ganze von hier oben zu machen. Sonst ist das Auto jetzt mittlerweile so weit, das habe ich ja auf einigen Bildern auch schon gezeigt, dass der Rahmen rot lackiert ist, der Motor ist lackiert. Diverse Achsteile sind halt auch in Rot gehalten, die Felgen sind fertig und er steht wieder auf seinen eigenen Rädern. Das sind also jetzt die Vorderräder, die drauf sind. Jetzt gehen wir mal einmal rüber hier, Hinterachse, Zwillingsbereifung ist auch drauf. Was ich gestern dann gleich noch mitgemacht habe, nachdem ich den Anlasser eingebaut habe, weil noch ein bisschen Zeit da war, war halt Auspuffanlage, auch schon komplett montiert. Müssen wir mal gerade auf die andere Seite rüber. So, hängt auch wieder drin. Mit neuem Topf. Soweit auch fertig. Die Rahmenteile zwischen der Vorder- und Hinterachse sind jetzt noch schwarz. Kann man da vorne ja sehen. Und auch noch da hinten rüber. Das sind für mich dann aber die Bereiche, wo ich auch mit montierten Rädern einigermaßen gut drankomme. Das mache ich dann also letzten Endes weiter, wenn ich mehr Zeit habe. Und mich dann um diese ganze Rahmengeschichte kümmern kann. Wichtig ist jetzt erstmal für mich, dass die Kiste läuft, dass der Kühler da reinkommt und dass ich da zügig mit zum TÜV komme,
dass ich erstmal eine Zulassung habe auf dem Auto. Der Plan für heute sieht halt jetzt vor, den Rahmen rein und den Kühler reinhängen, Wasser drauf und das ganze Ding dann mal richtig ein bisschen warm laufen lassen. Vielleicht schaffe ich es dann ja sogar morgen, weil heute Freitag ist, dann morgen auf dem Samstag noch hier auf dem Gelände vielleicht mal eine kleine Runde zu drehen, dass er mal wieder ein bisschen bewegt wird. Das wäre mein Ziel. Wollen wir hoffen, drückt mir die Daumen, dass es klappt. So, ich habe es tatsächlich heute Abend noch geschafft. Kühler ist drin, Wasser ist drauf. Dann wollen wir mal gucken. Wollen wir das Ding mal kurz laufen lassen. Nehmen wir euch mal mit rein. Am Einsteigen wird sicherlich einmal kurz ein bisschen ungemütlich. So, NATO-Knochen, Zündung. Auf geht's. Schon läuft der Bock. Was ein neuer Anlass er doch alles ausmacht. Kommt der Auspuff raus, aber auch da schmeißt er keine Fahne groß. Das sieht alles ganz gut aus. So, jetzt sind wir wieder vorne, Motorraum. Fährt LKW. Natürlich alles auf dem abgesperrten Privatgelände. Hier kann keiner kommen. Oh, vorschriftsmäßig mit Blinken.